Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein parvenierter Faulpelz. Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Und jetzt das. Verrat an meiner Person. An meiner Person! Mein Führer. Steiner. Krebs. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Und Burgdorf. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ah. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Gönsche. Unter euch ausgerechnet! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Das ist purer Wahnsinn! Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort seinen Bericht! Tut mir leid, ich möchte nicht darüber sprechen. Allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Ich hätte nicht kapitulieren! Mit welchen Kräften, mein Führer? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Gute Stuhl. Darf ich Ihnen Frau Hitler vorstellen? Der Hellentod sterben wollen. Ja, vielleicht schon dort! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Fegelein! 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 Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten! Ich verbitte mir diesen Ton! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiners war ein Befehl. Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ihr seid Feiglinge, verreiter Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Mit welchen Kräften, mein Führer? Das ist der schlimmste Verrat von allen! Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Ich verbitte mir diesen Ton! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was hat er denn noch zu verlieren? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Ich hätte gut daran getan,
von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Mein Führer, du von der Berlin.